Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Messmer Multimedia. Ich bin hier schon mal gestanden mit dieser wunderschönen Tafel und möchte euch aber die Geschichte erzählen, wie es denn da mit der Tafel weitergeht. Bartosz. Ja, grüß dich, Olaf, hallo, servus. Schön, dass du nochmal zu uns kommst. Jetzt muss ich dir was erzählen, da kommt nochmal einer dazu. Okay, das hallo. Bin ich ja gespannt. Hallo Bartosz. Grüß dich. Servus, Hannes. Ja, jetzt, Olaf, haben wir ein klein bisschen mehr über die Tafel erfahren. Erinnerst du dich nur an den Moment, wo du die Tafel zuerst mal in der Hand gehalten hast? Ja, also das war einfach auf dem Schrotthaufen, auf dem Abraumhaufen von unserem Schützenkeller, der 2,20 Meter unter Wasser war. Und wir konnten uns nicht erklären, woher es kommt. Jetzt interessiert uns zwei natürlich brennend, wie kommt die hier nach Bocherzell ins Schützenhaus? Also ich habe vor vielen Jahren mal eine Baustelle begleitet in Frankfurt-Main am Flughafen. Bei Ausschachtarbeiten habe ich diese Tafel gefunden. Sie sollte entsorgt werden und da ich historisch mich dafür interessiere, habe ich gewusst, was es ist und aufgehoben. Wie lange hast du denn diese Tafel schon? Die ist jetzt schon 10 Jahre lang in meinem Besitz und die Tafel, die habe ich immer wie einen Augapfel gehütet. Ja, und wie ist die Tafel denn ins Schützenhaus nach Bocherzell gekommen? Also ich habe mich mit einem Kollegen, mit einem Vereinskameraden unterhalten und ja, da sind wir auf das Thema Do 17 gekommen und da habe ich gesagt, warte, da habe ich was. Und das habe ich mitgebracht, in Spind eingeschlossen gehabt danach. Also die ist in Spind reingekommen, aber natürlich, die Spind ist hier nochmal verschlossen. Ja, die sind halt aufgeschwommen. Im Prinzip haben wir die unten im Hochwasser verloren. Und wo wir die trocken gelegt haben, sind alle möglichen Teile von unserer Schütze rausgekommen. Aber es konnte halt nicht zugeordnet werden, ist es jetzt aus dem Spind oder ist es vom Platz? Das wusste man nicht. Ja, dann hatten wir die Tafel und dann war natürlich die Frage, wer hat sie gefunden, woher kommt sie her? Wir haben rumtelefoniert, wir haben WhatsApp-Gruppe, haben wir natürlich im Verein haben wir geschrieben. Und keiner konnte mir auf Anhieb sagen, was mit der Tafel los ist. Und dann war halt die Frage, ist sie doch tatsächlich hergeschwommen? Ja, ich habe leider mein Handy nicht griffbereit gehabt und habe den ganzen Tag nicht drauf geschaut. Und wo ich es dann gemacht habe, dann habe ich es gesehen und ja. Würde natürlich die Nachricht lesen, was hat sich da bei dir bewegt? Ja, ich freue mich natürlich riesig, dass ich sie zurückbekomme und dass sie doch nicht wieder in den Schrottcontainer gelandet ist. So, ja, liebe Leute, so sind manche Geschichten zum Thema Hochwasser auch erfreulich und schön. Der Hannes hat seine Tafel wieder, der Olaf weiß, wo sie nachkehrt. Und es wird wahrscheinlich auch in 50 Jahren immer noch das Gespräch sein. Hochwasser an der Schüsse 2024 mit dieser wunderschönen Tafel von der Do 17. Und der Schützenverein Bocherzell würde sich über weitere Spenden für die Hochwasserschäden freuen.